Wir haben keine Schulden mehr, jemand. Naja, zumindest nicht mehr ganz so hoch. Wir haben ja immerhin bereits 5000 Geld bezahlt. Was von einer Gesamtschuld von 20 Millionen nicht gerade viel ist. Ja, wir kommen zurück hier bei Tales of Xillia 2, einer Stadt, wo einfach alles überteuert ist, das Geld nichts mehr wert ist. Oh je, je. Tja, wir können wieder ausreisen zum Glück. Und jetzt die Frage, klappt's auch wirklich? Triglav Hauptbahnhof. Wir müssen abreisen, ja, anreisen wohl eher. Wir sind jetzt hier in Duval, oder? Was verpasst? Hm. Du kannst die Karte öffnen, indem du drückst das Sternsymbol und markierst dein Ziel im Hauptkapitel der Geschichte. Ja, ist nichts Neues. So kann natürlich die Höhe variieren, etc. etc. Das ist also Lukas Wohnung, war. Alles klar. Wir sind da, gehen wir wieder zurück. Null Problem, was mir einfach ein bisschen wundert ist, dass ich noch kein. Ja, so. Vom Rest der Truppe fehlt noch ein paar. Das Namen vom Intro und so. Könnte man ja meinen, dass wir noch auf Lea und auch auf Elvin hier treffen könnten. Also, Elvin wird garantiert in Olympius sein. Gut, Mila, denke ich, wie gesagt, muss irgendwie bei Keynes, oder wie das mystische Land schon da heißt, stecken. Wo Elise und Rowan sind, ist eine andere Frage. So, die Karte mal ganz kurz. Ja, fast. Jetzt stimmt schon eher. Und hier wohnen wir. So. Yes. Hier live. Oder she live. Oder wer immer. Ah, Roldo, genau. Ist Roldig. Du. So, hier müssen wir. So, alles klar. Und was ist denn mit Erleichterung gemeint? Triglav at last. Well, I'm just glad we made it back safely. There's something comforting about coming back here. Hm. Hast du gute Erinnerungen in dieser Stadt? Das ist eine gute Frage. I certainly have vivid ones. This is where we came when we first arrived at Olympias. Everything about Triglav surprised me. Huh? Like what? Hmm. Well, for one thing, we'd been fighting on a different plane of existence when a rift opened up and we were sucked into it. What? Huh? The next thing I remember, I was waking up in a bed, surrounded by objects I'd never seen before. I was surprised by, well, how much there was to be surprised by. What surprises me is how happy you look when you're telling that story. Miau, miau. Ja, das war damals was. Ich meine, Reason Max hier waren natürlich Flamana und so, aber grundsätzlich technologisch weit zurück, oder wenn man so sagen möchte. Und die Olympius bereits mit Strom, Telefon, Handys etc. ist schon ein bisschen was anderes. Du. Ist das Julius' Haus? Du lebst hier, Rollo? Ist es Julius' Haus, obwohl ja die Wohnung. Es ist meins, obwohl ich derzeit eher eine Art Schmarotzer bin. Was? Das fühlt sich an, als wäre ich ewig nicht mehr hier gewesen. Ich soll doch eine Art Schmarotzer sein? Hallo, was soll der Quatsch? Ja, mit der Katze quatscht natürlich eine gute Idee. Für ein sinnvolles Gespräch. Kapitel 3. Alles geht in die Binsen. Oh, Binsen. Wort, das ich lange nicht mehr gehört habe. So. Ja, Hungermann! I think we're all running on fumes. Och nee, jetzt schon wieder. Ja, Gott sei Dank. Tomaten sind eklig! Na gut, ich tue keine Tomaten rein. Das ist so wählerisch. Tomaten sind lecker. Hey, jetzt die gute Frage, wa? Einerseits, er ist ein guter Koch und so, man könnte sie bestimmt davon überzeugen, dass es schmeckt. Ich meine, es ist ein Tomatenomelette, oder? Andererseits, wenn ich so sage, es ist ja zu wählerisch, man sind lecker, klingt ein bisschen. Ja, zu hart, oder? Ja, komm, mach mal eher eins. Ich bin einfach ein. Ich bin zu gut für die Welt, so. Warum sind Garnups
so hot on tomatoes anyway. My daddy likes them too. Ja, vom Burger wieso nicht? Also Tomaten bin ich sowieso auch nicht der große Fan, aber ja, kann aber schon noch ganz nett sein. So, was gibt's denn jetzt hier Schönes? Wirklich sauber? Ja, und bei dir ist alles voller. Alles noch ein anderer was? Nun gut, was hat's hier noch? Oh, geile Soundanlage, hat er noch eine Place oder sowas? Oder eine Wii, eine Wii U, eine Xbox? Hat gar nichts, wa? Das ist ein riesen Fernseher. Oh, Bildröhre noch, mein Beileid. Miau. Der Rollo. Hab Hunger, wie sieht's bei dir aus, Rollo? Miau. Nun ist das Zimmer, die Tür ist verschlossen. Okay. Müsste sein Zimmer sein. Prüfen. Die ausruhen? Ja, wieso nicht, wa? Die anderen haben Hunger und wir ruhen uns aus. Ah, da bist du der perfekte Gastgeber. Luger. Ah, oh, Schreibfeder haben wir hier. Cool. Was hat sie da drin? Umhang, Hüp, HVT und AVTG. Das ist doch geil. Pyjama von Luger. Muss ich mal ausprobieren. Das muss jetzt sein. Nur ganz kurz, das ist der Trenchcoat. Der Umhang, war gut. Knieschaden. Jetzt mal gucken, der Pyjama sieht jetzt der aus. Na gut, nichts an den Schuhen dran, das war ein bisschen doof. An den Schuhen dran. An den Füßen dran, Mensch. Also ein bisschen unpraktisch. Dö. Dann machen wir weiter. Ja, immer noch, aber auch am nächsten Tag noch. Ach so, na gut, kann ich hier vielleicht hier noch was machen? Nö, auch nicht. Rauskommen nicht, gehen in die Küche und kochen etwas. Ja, ist klar. Dann kochen wir etwas Leckeres. Thanks, Luger. It's so yummy. I feel like I'm eating at a restaurant. Hey, you cook as good as my daddy. Speaking of your father, Al, do you know where he is? No. Some scary men came to our house. I ran away by myself. That's why I'm going to the land of Canaan, so I can wish for my daddy to get rescued from those guys. Do pardon the intrusion, Luger. Mr. Bakor, I'm glad to see you're okay. I'm one of the lucky ones. No way. Surprise, phony! I guess not. Nein, nicht er. Ivor. You're quite an amusing little fellow, aren't you, Ivor? I could use a comic genius as one of my junior agents. Thank you, sir. What's this all about? You haven't been watching the news, I take it. New details have emerged about the terror attack, during which a train was hijacked and then crashed into the Oscorp plant. The collision caused a massive explosion that ripped through the facility. More than 2,000 casualties were reported, including passengers and employees alike. Damages are said to exceed 10 billion gold, and experts estimate a final cost of at least 50 billion. Authorities identified the alleged mastermind behind the attack. An employee of Spurious Corporation, one Julius Kresnik. What the? But Julius couldn't have... Couldn't have what? He attacked me at the scene of the crime, for crying out loud. The police believe Kresnik didn't act alone. They're investigating persons of interest. Take a wild guess which person is the most interesting. Hey, me and Luger had nothing to do with those creeps! So the suspect's brother just happened to start his job at the station on the day of the attack. Then he vanished with the suspect. Coincidence? Come on, you gotta believe us! If you're telling the truth, then prove it. Apprehend Julius. Then the facts are sure to come to light. What? But the scary glasses guy.
is alive and at large. He contacted the CEO's GHS several hours ago. Huh? He's one of my top agents and far too skilled to fall into police custody. Around his little brother, on the other hand, he just might let his guard down. Well, Luger, what do you say? If you agree to catch him, I'll at least keep the police from getting in your way. Also, dass jetzt Entscheidungshilfe kommt, das war klar. Wenn wir Julius fassen, kommt alles ans Licht. Ja, also gut, ich höre Julius schnappen, Moment mal. Ja, schwierig gemeint. Klar, wir haben ihn gesehen und so, war er das wirklich? Ist jetzt, also ich habe echt das Gefühl, wenn ich jetzt hier eine Entscheidung treffe, könnte das wirklich das gesamte Spiel umentscheiden. Ah, du scheinbar klar, ist okay, also gut, dann werde ich Julius schnappen oder einen Moment mal. Die Polizei von uns abfahren, wir können natürlich dann ihn suchen gehen. Ob ihn wirklich verhaften ist, ist eine andere Frage, wa? Wir können zumindest mal, hätten wir freie Bahn, oder, das würde zumindest so aussehen, können ihn zur Rede stellen und einfach mal, ja, einfach mal quatschen, wa? Muss nicht direkt heißen, dass ich ihn schnappe, also dem her. Was würde ich als Bruder tun? Tja, wenn mein Bruder jetzt irgendwie da in der Klemme steht, oder beschuldigt werden würde. Also ganz ehrlich, wird das denken, was ich gerade gesagt habe, von wegen, ja, okay, ich gehe auf den Schein ein, sprich, ich würde jetzt L1 antippen und das ihn schnappen. Aber R1, Moment mal. Lese, was mache L1? Schnappen wir ihn uns. Zum Schein, zumindest. A decisive lad. You've made the right choice. Luger. As of now, you are under Spurious Corporation's protection. We have a pair of promising leads. First, your brother made contact with a researcher in Helioborg named Balin. Second, sources allege someone in Marksburg has been asking a lot of questions about Julius. Balin? How am I supposed to remember all that stuff at once, huh? So you want us to check out Helioborg in Marksburg, is that it? How are we gonna get there without money? You really expect to get paid before doing any work? Honestly now, Luger. I thought Julius had raised you better than that. Ivor, you never told me you knew Dr. Mathis. It's a long story. Hey, why are you going through all this trouble? I know the surface of this man, but that is not enough. Now, I must measure his depth. Ich trau dem Typen nicht. Kapitel 3, alles in die Binsen, ist zu Ende. Was macht Ivor eigentlich bei dem Typen? Du bist bereit, loszuziehen, etwas über Julius in Erfahrung zu bringen, aber Luca muss eher seinen Teil seiner Schulden zurückzahlen, damit seine Reiseanschränkungen aufgehoben werden. Gibt mir besser die Schulden. Das ist nicht euer Ernst. Luger seems like he's down on his luck. You and me will have to work extra hard to compensate. Och, Menno. Dann teilen die Schulden ab, ja. Ivor und ich, so. Was eigentlich ab? That'd be how I'd run into Ivor again. How do you even know that freak? And why does he drop down on people like that? Yeah, sorry about that. How can you laugh about it, Luger? He knocked you on your butt like it was nothing. Ivor's a very skilled warrior. As Maxwell's handmaid, he had to be. Maxwell's handmaid? It's kind of a long story. I see. Sounds complicated. Yeah. It shouldn't have been, but it was. Even though we both wanted the same thing. Genau, ihr wollt beide Mila haben, wa? Ne, natürlich sie beschützen. Du. So, weg hier. Man kann ja theoretisch auch über also Schulden zurückzubezahlen. Obwohl, geht ja gar nicht, wa? Merkt gerade, muss ja über die Höhenstraße und so. Du, und ich fürchte, das Gebiet ist gar nicht mehr so groß. This is terrible. Luger, she's crying. Go do something. Oh, how embarrassing. Hi there. I miss Kitty.
kitty cat. I moved in here with 100 of my lovable cats. But I didn't quite land on my feet, as they say. Let's go back a sec. Did you say 100 cats? Why, yes. But during the move, they all got out of the bag. They've run off. What am I to do? I'm feline so helpless. I bet. Don't worry. It'll all be fine. Can I ask you for a favor? Would you perhaps help me find my babies? I'd be ever so grateful. Will they get along with Rolo? They're all very social. No need to be a fraidy cat. You gotta find them. I just can't live without them. Well, my room's on the first floor here. I'm just gonna take a little cat nap until you get back. Please stop by if you find any of my babies. And remember, if cat first you don't succeed, try again. I whisker you the best of luck. Let's go meow before she rubs off on us. Yeah. Aber schnell. Aber ganz schnell. Wenn du auf deinen Reisen eine entlaufene Katze findest, dann seien sie richtig und fangen sie ein. Ja, aber was ist, wenn es gar nicht hier ist? Es hat 100 eingefangen, passiert etwas katastrophal Tolles. Katastrophal, also. Weißt du was? Der Katzenkurier wurde auch eingeschaltet. Du kannst die Katzen, die auf der ganzen Welt findest, mit dem Katzenkurier losschicken, um die Objekte zu suchen. Was zum Henker? Ja, da ist ein Hund dort. Iva schon wieder, das will jetzt der Arsch. Ja, mich mochte ihn noch nie, ganz ehrlich. Extrahiert das Erdelement aus Element der Erde und verbessert die innewohnenden Eigenschaften. Ah, okay. Spirius klingen, was? Okay, verrückt. Ja. Ist doch alles klar, du Arsch. Nun gut, Vater Schwerter gegen Spirius klingen, ist natürlich um einiges schärfer. Was ist die vom... Das muss ich Els Vater gehört, ach so. Du. Eisenhandschuhe, das sowieso schon. Gibt's sonst noch etwas Neues bei ihm? Nö. Nun gut. Machen wir uns auf die Socken. Spirius AG EG eingegangen, jetzt kommen wir mal rein, okay. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe direkt mal zur Höhenstraße, wa? Tobel an Höhenstraße, welcher Bereich? Ich meine, die alle ist, die kennen wir bereits. Da geht's wieder zurück, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich hau lieber ab. Tschüss. Schulden adieu. Ja, scheißegal. Freiheit, ich komme! So. Und jetzt, wie groß ist das Gebiet hier? Und all deine Schulden ab. Ist mir scheißegal, Mann. Wer bist du? Eine uralte Katze. Okay, Sens gegen Wind. Wie sieht es mit den letzten aus? Schwäche, Feuer und Hammer. Zum Glück habe ich einen Shoot dabei. Wow! Oh, das war die falsche Technik. Nein, das war Wind. Wind, das himmlische Kind! Und wieder mal zu spät für eine Serienarte. My Fists and Your Blades, kann man falsch verstehen. Kritische Treffer und Arze. Es ist leichter, einen kritischen Treffer zu landen, wenn du Feinde von hinten angreifst. Schauen wir in deinen maximalen AZ. AZ-Boden, pass auf dich auf. Okay, Mann, wir haben's geschnallt, Mann. So. Gar nicht mal so schwer, wa? Das hier. Oh, weg hier, kein Lust auf die Blume. Servus, dummer Vogel. Und ein Geier und ein wilder Keier. Resistenz gegen Schusswaffen, alles klar. Der Tracking Schusswaffen. Und Erde, habe ich eine Erde? Nee, natürlich keine Erde. Gut. Hopp. Nein, umdrehen! Mann!
Und Bams die Bams. Ja, war fast perfekt, Mann. Du, verrückte Knochen und schöne Federn. Es gibt zwischen den Gegnern und den Schatz zu besiegen. Alter, die ganzen Erklärungen. Wenn du sowieso losziehst, um Feinde zu bekämpfen, sollst du diese Aufträge ebenfalls annehmen. Diese Weise schlägst du zwei Fliegen in deiner Klappe. Jo, wissen wir. Mio. Gewinnstil, okay. Tschüss. Was? Hinterhalt? Nein! Ach du Scheiße. Oh, geht gar nicht. Abwehr! Nein, Luger! Mal ganz kurz mal gucken, wie der schon wieder ging. Ah, jetzt hab ich's. Nein! Ah! Ja, wenn wir wieder hochspringen, toll. Zum Glück kann Shoot noch heilen. Das ist ja ganz geil, dass er das noch kann. Die Fertigkeit Machtladung. Wenn es dir gelingt, eine Abwehr nach dem Einstellen der Fertigkeit Machtladung für 0,75 Sekunden aufrechtzuerhalten, kannst du den TP-Verbrauch des nächsten Arten in einer Combo. Okay. Also langsam mühsam, Freunde. Die ganzen Erklärungen hier. Was soll denn das? Wir haben nur Spaß haben, nicht mehr ständig alles auswendig lernen müssen. Das ist mir zu hohl, Mann. So. Moment, jetzt schön und schon in den Hinterhalt. Der war klar, okay, jetzt wissen wir, wie es aussieht. Nein, da war einfach mal aus. So, dankeschön. Windcharge und der Krieg. Na, alter Mann. Und die Power-Kombo um von vorne und alles vorbei. Jude ist einfach viel zu mächtig. Mal angefangen von hinten. Ja, an der Vorher schon. You getting strong! Natürlich, was auch sonst? So, sind wir weiter oben. Wie geht's eigentlich dort weiter? Gute Frage, nächste Frage. Zack. Das war knapp. Ein Stückchen Hohholz. Und 100 Gold. Schön. Der mittlere Bereich. So, was gibt's hier schon? Wieder mal ein paar Gegner, wa? Tja, wie es hier genau weitergehen wird und ob wir irgendwie ein bisschen weiterkommen, ohne ständig einen Teil der Schulden abzubezahlen zu müssen, das und noch vieles mehr wieder mal das nächste Mal hier bei Tales of Xillia 2. Auf der Suche nach unserem Bruder, so wie es aussieht. Tja, bis dahin, ciao zusammen!